Die Taschen sind mal wieder leer und du weißt nicht, wie du effektiv an neues Gold kommst? Alles hier im Video. Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um World of Warcraft. Aktuell arbeite ich am World of Warcraft Quest-Weltrekord mit über 9000 Quest-Videos und wenn du mich unterstützen willst, dann lass doch jetzt ein Abo da. Gold in WoW Shadowlands ist immer noch ein großes Thema und unglaublich wichtig, aber man weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll, es zu verdienen. Seit Patch 9.1 braucht ihr jedenfalls eine Menge davon, und zwar für die legendären Items, denn die gehen ordentlich ins Geld. Ich habe für euch drei Methoden, wie ihr an Gold kommt, und habe sie dabei nicht neu erfunden, also haltet euch mit dem Hate zurück. Die erste Methode sind immer noch die Dailies sowie die Weltquest. Die Aufgaben sind recht einfach durchzuführen. Der Ertrag ist zwar nicht so hoch, aber ihr könnt euch sicher sein, was ihr am Ende des Tages in eurem Beutel habt. Wichtig ist, dass ihr die Berufsquest von eurem Pakt erledigt, denn die lassen euch meist Schätze suchen und werden dann nochmal hoch belohnt. Zusätzlich gibt es für die Berufsquest bis zu 2600 Gold in Form von grauen Items, die ihr beim Händler dann loswerdet. Der Nebeneffekt ist, dass ihr dabei noch Anima sammelt, was ihr in Oribos bei Tukol gegen Handwerksmaterialien eintauschen könnt und somit im Auktionshaus weiter vertickt. Dann steigert ihr auch noch automatisch euren Ruf, wo in regelmäßigen Abständen eine Bonuskiste auf euch wartet, die nochmal mit satten 4000 Gold beglückt. Die nächste Methode ist das Farmen von Leder für den Beruf Kirschnerei. Leder ist extrem beliebt in Shadowlands und viele brauchen es, um legendäre Items herzustellen. Geht dazu nach Cortia, wo jede Menge Wildtiere auf euch warten, die gutes Zeug fallen lassen. Ein kleiner Tipp am Rande: Wenn die Daily Quest mit den Splitterfällen kommt, dann legt euch auf die Lauer. Hier kommen unzählige Spieler und lassen die toten Tiere zurück, wo ihr euch dann direkt ans Werk machen könnt. Die letzte Methode ist natürlich das Farmen von Erzen und Kräutern. Zwei so wichtige Sachen, die schon immer jede Menge Gold gebracht haben. Besser ist natürlich, wenn ihr in Shadowlands schon die Fluglizenz besitzt, so könnt ihr das Zeug schneller abfarmen. Schaut einfach mal ins Auktionshaus, welche Erze und Kräuter gerade den besten Preis haben und fliegt dann ins jeweilige Gebiet. In der Bastion findet ihr Solenium-Erz und Ruhmesstieg, in Maldraxxus Oxyin-Erz und Markwurzel, im Adenwald Phadredrum-Erz und Wachtfackel und in Ravendress Synfie-Erz und Witwenblüte. Je nachdem, wie euer Realm ist, kann man 30 bis 60k Gold pro Stunde verdienen. Achtet darauf, dass ihr die Verzauberung Sammeln der Schattenlande aktiv habt, denn dann geht das Sammeln schneller. Wer noch kein Level 60 ist, kann durchs Farmen sich auch EPs verdienen und so etwas sein Level pushen. Noch ein Tipp dazu: Wenn ihr zufällig einen Druiden besitzt, dann macht ihn zur Farmsau, denn durch die Flugform spart ihr noch einige Sekunden zum Auf- und Abmounten. Das waren die drei Methoden, um an gutes Gold zu kommen. Es gibt natürlich noch andere Wege, um an sein Gold zu kommen, wie zum Beispiel bieten einige die Dienste für Mystic Plus an, aber das will halt nicht jeder machen. Wie verdient ihr euer Gold? Wenn ihr noch Tipps habt, dann sollten wir das unbedingt wissen und schreibt es doch mal einfach unten in die Kommentare. Und wenn du weiterhin nichts von World of Warcraft verpassen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal, ich würde mich drüber freuen. Bis zum nächsten Video, euer Fuchs.